Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Das ist ein Erweiterungsvideo zu dem Video Kochfeld, autarkes Kochfeld einbauen. Hierbei werde ich euch nochmal genau zeigen, wie man dieses Kochfeld anschließt, wenn man nur 230 Volt zur Verfügung hat. Und zwar unter Verwendung eines ordentlichen Herdanschlusskabels. So, wir haben nun hier unser autarkes Ceranfeld vor uns liegen und möchten dieses Ceranfeld nun anschließen. Wie schon vorher angekündigt, werde ich dieses Ceranfeld auf der Basis von 230 Volt anschließen. Das heißt, wir haben nur einen Außenleiter und einen Neutralleiter. Wichtig bei dieser Variante: Bei dieser Variante müsst ihr dafür sorgen, dass ihr eine sehr starke Zuleitung habt, mindestens 2,5 oder 4 Quadrat, und diese Zuleitung auch dementsprechend ordentlich abgesichert ist. Sonst wird das nicht gut funktionieren. Das heißt, beim Kochen wird euch permanent die Sicherung herausfliegen. Sollte es allerdings nicht anders möglich sein, müssen wir nun auf 230 Volt anklemmen. Um auf 230 Volt anzuklemmen, schauen wir unser Ceranfeld von hinten an. Wir haben hier ein Schaubild, was uns die verschiedenen Anklemmvarianten näher bringt. Wir sehen, wir haben hier drei Anklemmvarianten vor uns und die 230 Volt Variante, sprich die Variante mit einem Außenleiter, ist die 1N Variante. Das wäre die obere Variante. Als allererstes öffnen wir hier unsere Abdeckung und entnehmen unsere Kabelzugentlastung, damit wir arbeiten können. Auch wenn ihr hier nur mit einem Außenleiter arbeitet, empfehle ich euch trotzdem, ein ordentliches Herdanschlusskabel zu kaufen, was auch zum Beispiel für 400 Volt Betrieb geeignet ist. Warum sollt ihr das machen? Diese Kabel sind sehr dick im Querschnitt, das heißt meistens 2,5 bis 4 Quadrat und natürlich dementsprechend korrekt vorkonfiguriert. Wir lassen einfach die Adern weg, die wir nicht benötigen. Um nun dieses Kochfeld anzuschließen, haben wir im Lieferumfang unsere Anschlüsse und ganz wichtig diverse Brücken. Hier müssen wir nun mit unseren Brücken arbeiten. Dafür schauen wir zuerst auf unser Schaubild. Auf unserem Schaubild sehen wir unsere Anschlüsse, Belegungsplätze nummeriert von 1 bis Nummer 5. Und wir sehen hier so kleine Symbole dazwischen. Das heißt, das sind unsere Brücken. Wir müssen nun die Brücken, die hier aufgezeichnet sind, auf unser System übertragen. Das heißt, wir haben eine Brücke von 1 zu 2. Diese legen wir einfach unter die Schraube Nummer 1 und Nummer 2. Des Weiteren haben wir eine Brücke von 2 auf 3. Das heißt, wir legen auch eine weitere Brücke von 2 auf 3. Keine Angst, diese Brücken müssen sich überschneiden. Das ist korrekt. Ich fixiere sie etwas, dass sie nicht herausfallen. Des Weiteren haben wir noch eine Brücke von 4 zu 5. Wir sehen, darunter steht ein N. Das heißt, 4 und 5 stehen für den Neutralleiter. Und die müssen auch gebrückt sein. Das ist hier in diesem Fall schon vorhanden. Jetzt nehmen wir unser Herdanschlusskabel. Und hier ist wichtig, wie habt ihr das in der Herdanschlussdose gelöst? Ich habe mich dafür entschieden, das braune Kabel für L1 zu verwenden. Das grün-gelbe Kabel ist vorgeschrieben unser Schutzleiter. Und das blaue Kabel ist dementsprechend unser Neutralleiter. Grau und schwarz lasst ihr bitte in eurer Herdanschlussdose weg und hier lassen wir das auch weg. Um nun das System anzuschließen, fangen wir einfach mit unserer Erde an. Die Erde wird am Gehäuse des Ceranfeldes angebracht, damit ihr keinen Stromschlag bekommt und eventuelle Spannungen weggeleitet werden können, die auf dem Gehäuse liegen. Wir suchen auf dem Gehäuse den Anschluss. Dieser Anschluss ist meistens hier mit einem Erdungssymbol gekennzeichnet und unter diesem Anschluss bringen wir nun unsere grün-gelbe Ader unter. Als nächstes kommen wir zu unserem Neutralleiter. Wir erinnern uns, der Neutralleiter war das blaue Kabel N. N kommt entweder auf den Punkt 4 oder 5. Da diese beiden Punkte gebrückt sind, ist es egal, für welchen Punkt ihr euch entscheidet. Ich entscheide mich für den Anschlusspunkt Nummer 5 und bringe hier meinen Neutralleiter ein und verschraube ihn. Achtet bitte auch darauf, dass die Brücke ordentlich festgezogen ist und überprüft auch den Sitz der Schraube Nummer 4, sodass der Neutralleiter fest verbunden ist. Wir erinnern uns, ich habe meinen Außenleiter L1 auf braun gelegt. Das ist unser 230 Volt Anschluss. Diesen können wir nun x-beliebig unter Punkt 1, 2 oder 3 unterbringen. Da wir hier überall Brücken haben, haben wir hier die freie Wahl. Ich entscheide mich, L1 auf den Punkt Nummer 1 anzuschließen. Achtet hierbei bitte darauf, dass eure Brücken bei diesem Anschlussprozess nicht herausfallen oder herausgeschoben werden und richtig unter den Schrauben sitzen. Ich bringe jetzt hier L1 auf Nummer 1 an, ziehe es an und ziehe 1, 2 und 3 die Schraube von dieser jeweiligen Nummer auch fest. Somit habe ich meinen 230 Volt Anschluss L1, den Außenleiter auf 1 gebracht und die Brücke brückt ihn zu 2 und zu 3. Somit ist mein 230 Volt Anschluss
fertig. Jetzt müssen wir unser Kabel noch hier einbringen. Noch ein wichtiger Punkt, haben wir hier freie, nicht isolierte Kabelenden noch frei liegen. Wir haben ja ein mehradriges oder fünfadriges Kabel verwendet. Isoliert bitte diese freiliegenden Kabel, somit könnt ihr sie hier mit einlegen und nichts passiert. Haben wir nun unsere beiden freiliegenden Kabelenden isoliert, können wir nun alles hier in dieser Anschlussdose unterbringen. Es müsste genug Platz sein, damit ihr die Kabel ordentlich unterbringen könnt. Legt sie bitte ein. Haben wir nun unsere Kabeladern hier untergebracht, kommen wir zu unserem Anschlusskabel. Das hat eine Ummantlung und es ist wichtig, dass diese Ummantlung unter der Zugentlastung liegt. Das heißt, sie muss deutlich in die Dose eingeschoben sein. Ihr dürft sie nicht dementsprechend so einbauen, dass sie hier übersteht, sondern sie muss unter der Kabelzugentlastung liegen. Die Kabelzugentlastung wird nun darüber gelegt. Nach dem Festverschrauben überprüft ihr, ob das Kabel auch wirklich fest sitzt, indem ihr einmal kurz daran richtig festzieht. Ist das nun alles der Fall, können wir unsere Dose, unsere Anschlussdose einfach wieder schließen und verschrauben. So, und damit komme ich dann zum Ende meines Videos. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen, wie zum Beispiel auch den Einbau dieses Zahnfelds, so schaut ihr unten in den Anmerkungen nach. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen, kein Problem, abonniert hier diesen Kanal oder besucht einen meiner anderen Kanäle. Ein Besuch lohnt sich dort auf jeden Fall. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Marc auf YouTube.